back from the dead. Willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Und wir schauen mal direkt rein. Heute ist wieder was Neues drin. Und zwar Barracuda ist heute am Start. Neuer Skin, zwei verschiedene Varianten gibt es davon. Einmal die Variante hier und dann einmal die hier mit, ihr seht schon, eine freaky Maske auf. Ja, die Farbe ist nicht so meins, aber trotzdem ganz interessanter Skin. Backbling auch dazu. Barracuda, neuer Skin, kommt auch mit dem Tri-Hook dazu. Interessant auf jeden Fall sowas, ne? So mit so drei verschiedenen Dings. Sieht ganz cool aus, muss man sagen. Interessanter Skin auf jeden Fall. Dazu gibt es noch den Wave Ripper. Und ihr seht schon, der, also den muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich doch um einiges besser als die weibliche Variante, oder? Ja doch, den finde ich besser. Kommt auch mit dem Backbling auf dem Rücken. Und hat natürlich auch nochmal so zwei Klingen. Die Sawtooth. Oh ja, die hören sich auch nice an. Ja, vom Sound sind die geil. Zumindest vom Schwingen her. Aufprall kann man sich drüber streiten, aber ja, 500 V-Bucks dafür, neuer Skin am Start. Dann haben wir Ruby wieder da, die ist wieder am Start mit ihrem Red Alert Backbling und natürlich auch den passenden Sachen dazu. 31 Tage her, dass sie zuletzt drin waren. Natürlich noch der Gleiter, der darf nicht fehlen. Ja, dann gucken wir nochmal rüber über das Galaxy Pack, was ja gestern reingekommen ist mit Galaxy Scout zum einen. Backbling natürlich dazu, dann die Stardust Strikers. Und wir haben noch Celestia dazu. Also 2800 V-Bucks, wenn ihr alles kauft, spart ihr ein bisschen Geld, als wenn ihr alles einzeln kaufen würdet. Kann man sich aber natürlich entscheiden, was man holen will. Bei den Dailies sieht es anders aus. Da haben wir Mistify am Start mit den Skeleton Wings auf dem Rücken. 1200 V-Bucks, die gute Dame ist wieder da. 27 Tage her, Icicle ist am Start. 34 Tage her, Scorpion haben wir. 28 Tage her. Und dann haben wir noch ein paar Emotes. Billy Bounce zum einen. 18 Tage her, sorry. Work It ist 26 Tage her. Und 23 Tage ist Rage Quit her. Genau. Auch ein geiler Emote übrigens, 200 V-Bucks. Also Highlight geht für mich heute natürlich nochmal an das Galaxy Pack, muss man sagen, ganz klar. Aber auch an den Wave Ripper, muss ich sagen. Also die männliche Variante von den neuen Skins, die rausgekommen ist. Barracuda finde ich nicht ganz so nice, muss ich sagen. Aber ja, Sir Killua, du bist gegrüßt auf jeden Fall. Ja, müsst ihr wissen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was euer Highlight ist und was ihr im Shop geben würdet. Ich gebe dem Shop heute auf jeden Fall eine 8 von 10, denn Ruby ist nice, Wave Ripper ist nice, Galaxy Pack ist nice und bei den Dailies kann man sich auch so ein bisschen erfreuen an die eine oder andere Sache, die man sich eventuell holen will. Supporten könnt ihr mich so oder so mit dem Creator-Code VanSnipes bei allen Sachen, die ihr euch holt im Shop. Like und Sub, freue ich mich auch immer drüber und dann hören wir uns morgen wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao. We'll be right back.